So, weiter geht's mit Living Story 5 und der Episode Tiefer und Tiefer. Ja, wir sollen jetzt mit Casimir und Ephraim im Lager der Flammenlegion reden. Und da sind wir jetzt auch gerade schön bei den netten Charmies, Feuer-Charmies. Ja, meine guten Freunde. Ich habe euch zwar früher mal die Köpfe abgehauen, aber das verzeiht ihr mir doch, ne? Einen hübschen. Sind sie nicht wunderschön? Mit ihren Stacheln in der Haut. Ja, aber ich kann heute leider nicht. Sorry, ich habe Bauchschmerzen. Langsam glaube ich, es war ein Fehler, hierher zu kommen. Trefft keine hastigen Entscheidungen. Bitte, um ihretwillen. Casimir, was ist hier los? Abtrünnige. Hier. Das wissen wir noch nicht. Extremisten, die direkt im Pharah rekrutieren. Wer könnte das sonst sein? Die Jungen erzählen Geschichten. Von älteren Char, die herumschwirren, überprüfen, wer wem loyal ist, fragen, ob sie bereit seien. Bereit wozu? Wollten sie nicht sagen. Jemand sollte Banga informieren. Er will nicht auf uns hören. Ridlock und ich haben es bereits versucht. Ihr wusstet davon? Nein. Aber ein wachsamer Soldat wurde beinahe getötet und Malice sagt, die Abtrünnigen werden immer dreister. Das passt zusammen. Wenn Banga nicht hören will, dann vielleicht Krezia. Wir brauchen Beweise. Etwas Handfestes. Da müsstet ihr herumfragen. Herausfinden, was die Leute wissen. Und ihr beiden... Nun ja, ihr seid keine Char. Ich werde euch auch keine große Hilfe sein. Mit Ridlock ist es dasselbe. Banga hat es auf ihn abgesehen. Andere Char riechen Blut im Wasser. Dann wird eben jemand von uns jemand anderes werden müssen. Kommandeur? Eine Illusion? Woran denkt ihr? Jemand mit einem guten Ruf. Beliebt. Der Inbegriff traditioneller Char-Ideale. Stahlfänger. Ihr könntet nach Herzenslust in der Blutfeste herumschnüffeln. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Die Verkleidung wird nur einen Moment dauern. Oh ja, yeah, dürfen wir wieder Char spielen? Bin ich doch gerne dabei. Ihr habt seine Augen. Nun, das oh, ist so lame. Nein, Ridlocks. Ach so, Ridlock. Ridlock? Könnt ihr mich hören? Rieland, wie seid ihr? Der Kommandeur hier. Casimir hat an einer Illusion für mich gearbeitet. Schien der beste Weg zu sein, an die Infos zu kommen, die wir brauchen. Er klingt genau wie er. So war das ja geplant. Könnt ihr ihn finden? Ihm verraten, was wir tun? Vielleicht kann er uns helfen. Wenn er mich überhaupt sehen möchte. Ich werde es versuchen. Wie ist er denn so? Irgendwelche Ratschläge? Ich kenne ihn nicht. Nicht so gut, wie ich sollte. Tut mir leid. Meine Tochter sagt, man habe sie im Pharah angesprochen. Dort könntet ihr beginnen. Geht zur Pharah-Kaserne, okay. Ach schade, Mann. Ich dachte, wir sehen jetzt wirklich so aus wie der... Wie der eine Char. Also tun wir auch eigentlich, aber ich sehe es jetzt leider nicht. Sieht immer noch aus wie ein Mensch. Wie ein stinknormaler Mensch. Naja, okay, dann gehen wir jetzt in die Blutfeste jetzt nochmal. Dürfen wir uns eigentlich porten? Ich weiß es gerade nicht. Wobei, wir sind ja in keiner Instanz, also dürfte das eigentlich gehen. Weil, ich hatte da schon mal sowas, wo ich halt nicht wusste, ob ich mich porten darf oder nicht. Und dann habe ich mich halt deportet und durfte halt die ganze Story dann nochmal machen. Aber da war ich, glaube ich, wirklich in einer Instanz drin. Und da darf man das natürlich nicht. Da bin ich auf jeden Fall jetzt schlauer draus geworden. Alter, hier sind ja übelst viele Events am Start. Vorhin, als ich geguckt hatte, hier war irgendwie fast nichts. So, mal gucken, wie wir uns jetzt als dieser Char geben. Wir haben halt keine Informationen irgendwie über ihn, wie er sich so gibt.
Das macht es natürlich echt schwieriger. Achso, warte, wir müssen zur Kaserne, die ist irgendwie unter uns. Was macht ihr hier, kleine Ratte? Ich bin Kaufmann, danke sehr. Und schwer zu erkennen, lade ich gerade die Waren ab, die ich verkaufen will. Nun ja, ihr verbraucht Platz, den Char-Händler hätten nutzen können. Man hat mich eingeladen zu dieser Versammlung. Hättet es euch anders überlegen sollen. Euer Zeug und eure Art sind hier nicht wirklich sicher. Also ich glaube, Azura sind ja wirklich echt am wenigsten willkommen. Die haben ja die größte Arschkarte. So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Nicht hier richtig? Nee, war ich noch nicht. Ja, sieht doch hier schon mal irgendwie nach einer Kaserne aus. Oh ja, kannst du auch von träumen. So. Sprecht mit Primus. Alter. Klar. Der macht mir hier meinen Namen alle Ehre. Stahlfinger, da seid ihr ja. Rührt euch, ich hätte ein paar Fragen. Bin nicht sicher, wie viel ich euch helfen kann. Ich denke, die Jahre fordern allmählich ihren Tribut. Meine Sinne und mein Verstand sind nicht mehr das, was sie mal waren. Nur eure Klinge ist schärfer als euer Verstand, Primus. Ich vertraue beidem. Ihr seid nicht alt, ihr seid erfahren. Ihr habt großartige Augen. Für euer Alter. Lasst das Selbstmitleid, alter Mann. Ihr verschwendet meine Zeit. Natürlich machen wir hier die gewaltsame Methode. Nein, Spaß. Naja, wir sind ehrenhaft. Ja. Wir machen natürlich das Erste. Jedes Junge, das diesen Pharao durchlaufen hat. Und jetzt laufen Soldaten, die ich nicht kenne, in unseren Farben herum. Sie zeigen Interesse. Dachte, vielleicht sind das Eltern, die mal vorbeischauen. Nachsehen. Geschieht ja häufiger, als zugegeben wird. Wie haben sie ausgesehen? Einer von ihnen hatte einen weißen Pelz. Rostige Flecken. Hörner wie Krummsäbel. Hatte nur ein Auge. Versucht's vielleicht mal in der Kantine. Oder in der Kneipe. Seine Freunde mussten mal auftanken. Durchsucht die Schenke oder die große Halle nach einem einäugigen Char. Ich glaube sogar, ich weiß, wer das ist. Das ist doch hier der eine Typ von dieser Metalband. Glaube ich, wenn das letzte ist. Den ich meine. Wir müssen uns zusammentun, sonst nehmen die uns alles weg, was wir haben. So war es schon immer. Er hat Glück, dass Todbringer ihn nicht auf der Stelle von euch hat hinrichten lassen. Das könnte er noch immer versuchen. Was würdet ihr tun, wenn er euch den Befehl gäbe? Wen würdet ihr wählen? Ich sehe niemanden, auf den die Beschreibung des Primus passt. Aber da ist Kretia. Ridlock, ihr kennt sie am besten. Sollte ich ihr jetzt sagen, was wir vorhaben? Oder später? Wie ihr es auch macht, sie wird es nicht mögen. Entscheidet selbst, Kommandeur. Gebt Kretia gegenüber eure List zu oder ruft stattdessen Ridlock zurück. Hey, warte. Ruf Ridlock zurück, um Alternativen zu besprechen, in denen Kretze euch nicht ermordet. Also ich glaube, Ridlock zu rufen ist doch eher die safere Variante, oder? Aber jetzt nicht hierher, oder? Weil das ist doch dann auch dumm. Check's grad nicht. Ich will nicht mit dir reden. Warte mal, ich ruf mal Ridlock.
hat schon genug Sorgen, auch ohne dass wir ihr das aufbürden. Wir werden die Abtrünnigen finden, sie ins Gefängnis bringen, dann erzählen wir Grezia alles. Gibt es sonst noch jemanden, den ihr fragen könnt, ob er etwas gesehen hat? Da ist eine Wache an der Tür. Wunderbar. Soldat, ich suche einen Char mit weißem Pelz, rostigen Flecken, nur ein Auge. Ich habe ihn gesehen. Ist vor wenigen Minuten mit ein paar Freunden gegangen. Sagt etwas von den Asura besuchen. Welchen Asura? Den, der uns oben bei den Höfen bei unserem Problem mit den Käfern geholfen hat. Kam mit Brimstone her. Gorik, bitte komm. Ihr habt Ärger vor euch. Gorik. Oh shit. Kommandeur? Ja, ich bin's. Wie habt ihr... Ich habe euch gebeten, den Kanal freizuhalten. Wisst ihr noch? Ich höre alles. Wo seid ihr? Eine Art Bibliothek. Oder was man hier darunter eben versteht. Nicht eine einzige wissenschaftliche Arbeit. Bloß ein paar Karten und Bücher über Kriegsführung. Geht, hört euch das an. Ein Char, eine Zukunft. Von Walen Schreibklinge. Packend. Das ist nicht die Bibliothek. Das ist das Lagezentrum. Bangas Schreibstube ist auf der anderen Seite des Gangs. Ich wurde von ein paar Char, gebeten, hierher zu kommen. Dann haben sie mein Datenpad konfisziert. Warum habt ihr uns nicht gerufen? Vielleicht, weil ich von zwei übergroßen Flokatis eskortiert wurde. Was zur Hölle ist das? Welcher von euch Idioten hat vergessen, ihn zu durchsuchen? Hey, nein, das ist mein... Zerstört es. Oh Mann. Gorik! Geht! Jetzt ist auch noch Gorik in Gefahr. Rettungsmission im Lagezentrum. Geht zum Lagezentrum, um Gorik zu retten. So, warte. Ah, das ist gleich hier. Eben gerade war es noch woanders. Ich war mir sicher, auf diesem Datenpad wären Infos über ihren Drachen. Aber da sind bloß... Zeichnungen von toten Spinnen. Hunderte davon. Warum sind sie so detailliert? Wenn ihr Interesse an meiner Postmortem-Forschung über die Luminella Cadentes hättet, wäre ich überglücklich, euch... Schnauzeratte! Au! Shit. Gorik ist gerade echt in Gefahr. Verlangt Eintritt von der Wache. Für die Blutlegion. Centuri Stahlfinger, mit euch hatte ich hier nicht gerechnet. Macht die Tür auf, Soldat. Aber meine Befehle lauten... Glaub mir, ich bin höher im Rang als die Person, deren Befehl ihr befolgt. Macht auf. Ihr verschwendet meine Zeit. Na komm, mach mal aggressiv. Konfrontiert Goriks Häscher. Da ist er. Ihr solltet die Expedition gemeinsam mit Imperator Todbringer anführen. Expedition? Wer hat euch das gesagt? Das wart ihr. Was ist so lustig? Verzeiht. Ich vergaß, dass ihr diesen Norn unter den Tisch gesoffen habt. Kein Wunder, dass er sich an nichts erinnert. Alles ist vorbereitet. Die anderen sind schon unterwegs zum Treffpunkt. Aber ihr solltet euch beeilen. Todbringer wird nicht warten. Nicht mal auf euch. Wir kümmern uns um den Asura. Oh, den Göttern sei Dank. Moment, nein! Aus dem Weg die Sauerstürme. Na komm, aggressiv, aus dem Weg! Das ganze Bier ist euch wohl zu Kopf gestiegen. Ihr hört euch langsam an. Mit denen lässt sich eh nicht reden. Wir erledigen die Ratte. Kommandeur, mein Datenpad!
Veteran-Assassine. Oh shit, Alter, what the... Alter, übertreib doch, Junge. Komm, wir können über alles reden. Komm, komm. Shit, jetzt alles geben, ja. Bam, Alter. Spür die Macht des Dragonhunters, Bitch. Alter, die haben gerade echt gut Damage gemacht. Shit. An Gori geht's dir gut. Er ist sprachlos. Ach du Gott. Ich glaube, jetzt sind wir aufgeflogen. Und schnell hier weg. Danke, Kommandeur. Diese Art von Situation liegt weit außerhalb meiner Fachkenntnisse. Nur ein kleines bisschen. Seid ihr in Ordnung? Sie haben mich ständig nach Orin gefragt, nach ihren Schwächen. Ob ich dachte, sie könne nach Kral Katorik noch einen Altdrachen besiegen. Geht und sucht Cass. Sie wird euch beschützen. Ich muss Kretia erzählen, was hier passiert ist. Und danke, dass ihr an das Datenpad gedacht habt. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, diese Exemplare zu zeichnen. Gorik, geht. Also ich finde die Stimme eigentlich ganz geil, ja. Die wir jetzt haben. Wirkt auf jeden Fall um einiges männlicher. Ja. Das war's jetzt mit der Episode, ja. Dann geht's jetzt weiter mit Rüstungswettlauf. Berichtet Kretia, was ihr erfahren habt. Oh, okay. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was sie jetzt dazu sagen wird, auf welcher Seite sie jetzt stehen wird. Werden wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, macht's gut. Ciao.